weiß nicht. Eine kirchliche Hochzeit, 400 Gäste, dieses riesige Zelt im Garten, ein Chor, der Party-Service vom Savoy Hotel. Nick und ich haben mit einer standesamtlichen Trauung zufrieden gewesen und hätten jetzt alles hinter uns. Kann mir mal jemand helfen? Keine Minute, Opa. Dieser verdammte Kranknopf. Siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Dich habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich werde mich gleich um dich kümmern. Nun sieh dir das an. Da gibt man ein Vermögen für ein Brautkleid aus und dann darfst du es nicht mal richtig anschauen, sonst platzen die Nähte. Ist doch sehr praktisch. Und bildhübsch. Das ist wie ein Gemälde aus Schuld. Danke. Ein Glücksbild, dieser Nikodemus. Nikolas! Genau den meine ich. Ich weiß noch nicht, was der Pfarrer zu deiner Frisur sagen wird. Opa! Schon eine Menge los unten im Garten heute Morgen. Ja, das sind die Leute vom Party-Service vom Savoy. 13 Leute. Ich habe sie für Gäste gehalten und ihnen Champagner spendiert. Macht nichts. Timothy ist noch nicht mit den Blumen zurück, oder? Welche Blumen? Na, die für die Brautjungfern und die Knopflöcher von euch Männern. Dafür brauche ich keine Blumen. Ich wäre schon froh, wenn dieser Kranknopf zu wäre. Wehe, wenn er schuld ist, dass wir zu spät kommen. Ach, wir kommen bereits zu spät. Bist du fertig? Nein, halt still, ich bin. Übrigens, hat Timothy gesehen von euch heute Morgen? Das habe ich dich doch gerade gefragt. Ach, wirklich? Wann? Gerade eben. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher. Das glaube ich nicht. Ich fragte, ist er mit den Blumen zurückgekommen? Wirklich? Ja. Und was habe ich geantwortet? Ist doch egal. Das war aber nicht nett von mir. Ich wollte ihn wegen der Socken fragen. Was ist los mit den Socken? Da haben wir keinen eingepackt. Timothy wollte mir noch schnell welche besorgen. Du hättest Lady damit nicht belästigen sollen. Ich werde nie vergessen, als ich Trauzeuge war bei Fatty Barnsleys Hochzeit. Oder nein? Warte mal. War das nun sein Name oder ist der Ort, wo er wohnte? Ja, könnte man aber nicht helfen. Nein, ich glaube nicht, dass sie ihn je kennengelernt hat. Mit deinen Fragen. Wo denkst du hin? Deine Oma versucht seit Stunden vergeblich in ihr Mieder hineinzukommen. So, und nun eigentlich, Liebling. Ich komme dann und helfe dir mit dem Schleier. Okay. Und wenn ich du wäre, würde ich die Wimperntusche nicht zu dick auftragen. Sie läuft dir nur herunter, wenn du weinst. Ich werde schon nicht weinen. Aber natürlich wirst du weinen, Liebes. Wir werden alle weinen. Du musst dich schon an die Sitzung davor gehalten. Weinen bei Hochzeiten und Tanzen bei Beerdigungen. Super. Jetzt bist du dran. Wie sterben diese Dinge immer viel zu sehr? Die Wäscherei kannst du nicht verantwortlich machen. Du bist zu dick, mein Lieber. Ach, nimmst du mal wieder. Hallo? Mr. Westerby? Es tut mir leid, der ist nicht da. Kann ich Ihnen helfen? Nein, das stimmt. Er kommt heute nicht mehr ins Büro. Wer ist denn drin? Etwas Geschäftliches, für Timothy. Er soll ihn morgen in der Agentur anrufen. Rufen Sie bitte morgen in der Agentur an. Und seinen Namen? Und sein Name ist Timothy Westerby. Nein, sein Name. Wer spricht bitte? Aha, es ist Mr. Barrington Burtons BH. Ach. Hallo, Mr. Barrington, hier ist Jane Westerby. Ich werde meinem Mann sagen, dass Sie angerufen haben. Ja, ich weiß, dass es richtig ist. Timothy hat Tag und Nacht an der Kampagne gearbeitet. Aber das hat doch sicher Zeit bis morgen. Ja, Zeit ist Geld, ich weiß, aber es ist der Hochzeitsmorgen seiner Tochter und ihre Bürstenhalterfabrik wird die nächsten 24 Stunden wohl ohne ihn auskommen. Gut, in Ordnung. Ich werde ihm sagen, dass er Sie heute noch anruft. Aber wundern Sie sich nicht, wenn Sie im Hintergrund einen Fahrer die Messe lesen hören. Verrückt sowas. Bei den Werbefritzen geht es immer gleich um Leben und Tod. Im Gegensatz zu uns Ärzten. Jared, wo bist du? Er ist hier, Oma. Jared, wo steckst du? Hier, Oma. Wo? Hier ist er, Oma. Kann er nicht für sich selbst sprechen? Außerdem sagt nicht andauernd Oma zu mir, ich bin nicht deine Oma. Aber Oma! Und deine schon gar nicht. Sag mal,
Was fummelst du da eigentlich an ihm herum? Wir versuchen, seinen Kragen zuzukriegen. Das ist ja wieder typisch. Wie ich ihm mal niederkomme, das kümmert in diesem Haus keinen Menschen. Nicht einmal meinen eigenen Mann. Soll ich dir helfen? Nein, nein, danke. Wir beide sind eingearbeitet. Er zieht hinten, ich halte vorne die Luft an und schon bin ich drin. Wenn du in der Kirche etwas platzen hörst, was ist denn mein Kragen oder ihr Korsett? Bei mir platzt nichts. Ich gebe nach. Ach, Jane, hast du vielleicht eine Nadel für mein Anstecksträußchen? Nadel? Du bist gut. Wir haben noch nicht einmal die Blumen. Wieso ist Timothy noch nicht zurück? Er kommt jeden Moment, er nur nicht gleich nervös. Ich nervös? Du lieber Himmel, gehe ich eben ohne Sträußchen. Komm nun aber los, beeilt euch, sonst kommen wir nie nach St. Barnabas. Sagt was? Barnabas in die Kirche. Ach so, dieser blöde Kragenknopf. Ach, du brauchst immer ein Kindermädchen. Ach ja? Du brauchst dringend Urlaub. Und dein Mann auch. Ha, ihr beide müsst zweite Winterwochen machen an einem romantischen Plätzchen. Unsere romantischen Tage sind längst vorbei. Unsinn! Wir sind über 20 Jahre verheiratet. Deine Mutter und ich, wir sind seit über 40 Jahren verheiratet. Und es vergeht kein Tag, an dem wir nicht... Oh, Gerald! Erstens will das niemand wissen und zweitens übertreibst du wieder. An dem wir nicht darüber sprechen, wie schön das unsere zweiten Flitterwochen waren. Und die haben wir nach deiner Hochzeit gemacht. Stimmt's nicht? Ja, ich habe gedacht, du liebes bisschen. Für die Praxis hatte ich meine Vertretung genommen. Netter Bursche, Doktor... Doktor... er hat eine Bart und sie hatte knallrote Haare. Oder war es umgekehrt? Also jedenfalls hatte er eine Glatze und sie keinen Bart. Möglich. Wie dem auch sei, du warst kaum unter der Haube, da stürzten sich deine Mutter und ich in unsere zweiten Flitterwochen. Eine herrliche Zeit in Monte Carlo. Segeln, schwimmen und am Abend spielen, wie im Märchen. Schnuppelchen, du bringst wieder alles durcheinander. Nach Janes Hochzeit haben wir eine Kreuzfahrt gemacht zu den Kanarischen Inseln. Ach, da war ich auch? Ja, stell dir mal vor, da warst du auch. Und von wegen zweite Flitterwochen. Aber ich war doch sehr stürmisch. Nein, stürmisch war das Meer. Jeden Tag Windstärke 11 oder 12. In Monte Carlo war ich nicht einmal dabei, da warst du nämlich alleine. Deshalb hat es mir so gut gefallen. Mensch, bringt mich noch ins Grab. Soll ich abnehmen? Nein, Oma, bring ihn nach oben. Nach oben? Ich bring ihn um. Nein, leider nein. Können Sie ihn bitte morgen im Büro anrufen? Oh, entschuldigen Sie, Mr. Babcock. Willkommen in London. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich ja so. Haben wir uns nicht einen großartigen Tag dafür ausgesucht? Ich wette, Ihr Nikolaus ist genauso nervös wie unsere Judy. Er ist ja so ein lieber Junge. Wir mögen ihn alle wahnsinnig gern. Und er hat uns schon so viel von Ihrer Frau und Ihnen erzählt. Ja. Wie war Ihr Flug? Oh Gott! Sie Armer! Wie kann man auch nur in Schottland wohnen? Oh nein, 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 ich bin sicher, dass es ein wunderschönes Land ist. Aber jetzt sind Sie wohl behalten im Hotel Claridge gelandet. Was? Aber ich dachte, Timothy hätte für Sie gebucht. Oh, das tut mir aber schrecklich leid. Wo sind Sie denn gelandet? Oh, oh, oh. Aber es gibt auch sehr attraktive Häuser in Soho. Nicht, wo Sie sind. Hallo, Liebes. Tut mir leid, dass ich so spät dran bin, aber ich musste noch einmal schnell ins Büro dieses Ding da holen. Mr. Babcock. So, um Gottes Willen. Ich übernehme das. Ja. Jetzt du mal bitte. Ja. Und das da auch? Ja. Danke. Also die Idee mit dem Mädchen oben ohne habe ich fallen gelassen und ich sage Ihnen auch warum. Also in den Illustrierten, da geht das vielleicht ja noch, aber in den Fernsehbildschirmen, da wäre das etwas riskant, nicht wahr? Es ist nicht Mr. Barrington. Ja, ja. Also ich habe mein Hauptaugenmerk darauf gelegt, das Image des Wüstenhalters zu heben. Und dabei habe ich mich auf die 20er Jahre konzentriert. Timothy, ja? Es ist Mr. Babcock. Ja, ich weiß, der Generaldirektor von Perkins BH. Nein, der Schwiegervater aus Edinburgh, Schottland. Ja. Ich muss
sagt er das denn nicht gleich? Entschuldigung, Leidensgenosse. Ja, also, Mr. Babcock, was kann ich denn für Sie tun? Ja, die Blumen, die sind im Claridge. Aber Sie nicht. Ja, wo sind Sie denn? Wo? Was in was für einem Hotel? Ja, wie ist denn das passiert? Ja, ja, eine ganz, ganz verdammte Schweinerei, da haben Sie recht, ja. Das tut mir außerordentlich leid. Sie müssen ja glauben, der zukünftige Schwiegervater Ihres Sohnes wäre ein Halbidiot, was? Ja, ja, sehr witzig, ja. Nein, wissen Sie was, ich werde die Blumen dann in ein Taxi stecken lassen und schicke sie direkt zur Kirche. Ja, ja, danke, alter Dudensack. Ja, okay. Weiß nicht, es gibt doch noch Menschen, die sofort kapieren. Mach dir nichts draus, Liebling, es ist ja nicht so wichtig. Ah ja, das, der wird uns nie vergeben. Kommt extra aus Schottland zur Hochzeit seines Sohnes gereist und landet wegen mir in einem Stundenhotel in Soho. Trink zur Beruhigung erstmal einen Schluck Whisky. Ja. Nein, nein, doch, lieber nicht. Es ist Zeit für meine Tabletten. Welche denn? Die Muntermacher oder die Dämpferchen? Ja, fang du auch noch an! Beruhige dich, mein Liebling. Beruhigen? Das soll sich heute noch ein Mensch beruhigen. Bitte, bitte schau doch bloß einmal in den Garten. Da, da draußen, da... Hey, Sie da! Ja, Sie! Bitte nicht in die Geranien pinkeln! Was? Ach so, Sie sind der Gärtner und gerade mit dem Gießen fertig. Ja dann, machen Sie weiter. Aber weißt du, was sich der dumme Party-Service-Manager erlaubt hat? Ich weiß gar nicht, warum du dich über jede Kleinigkeit so aufregst. Kleinigkeit? Bitte, ich habe ausdrücklich den billigen dänischen Kaviar bestellt. Und was bringt der mir an? 2 Tonnen von dem russischen Zeug. Das kostet ein Vermögen. Vater hat schon recht. Wir brauchen dringend Urlaub. Wenn ich einmal diese Kleinigkeit für diese Hochzeit da abgestoltert haben sollte, dann werden wir froh sein, wenn wir uns noch einen Tagesausflug nach Brighton leisten können. Oh Gott, 14 Tage, irgendwie schön und ruhig ist, werden wir schon schaffen. Liebling, nichts lieber als das, aber wenn ich nur die Zeit dazu hätte. Die zweiten Flitterwochen, wäre das nicht ein Traum? Ja, das wäre es. Wenn ich mich nur erinnern könnte, was wir in den ersten gemacht haben. Du musst mal ausspannen. Will wird die paar Tage auch ohne dich auskommen können. Weißt du, es ist diese Perkins-Büstenhalter-Kampagne, die ist wirklich wichtig für die Firma. Apropos, schau mal. Was hältst du denn eigentlich davon? Sehr schick. Ja? Abgesehen davon, dass ich Minderwertigkeitskomplexe kriege, wenn ich dieses vollbusige Mädchen sehe? Ja, nein, nein, natürlich nicht. Ich meine nur, würde es dich nicht reizen, sofort einen Perkins-Büstenhalter zu kaufen? Ich weiß nicht. Wir können ja in St. Barnabas abstimmen lassen. Morgen, Jay, mein Schatz. Die Frau wird sich ganz schön anstrengen müssen, dich in den Schatten zu stellen. Danke, bitte. Hallo, Partner. Guten Morgen. Ich habe das deinen Party-Service-Löwen da unten abgeluchst. Besser, das war wohl ausverkauft. Ich höre wohl nicht recht. Oh Gott, dieser billige dänische Kaviar schmeckt gar nicht so schlecht. Man kann ihn kaum vom Echten unterscheiden. Das ist nämlich der Echte. Was du dir da in den Mund stopfst, das kostet ein Vermögen. Müsst ihr nicht umziehen? Na, ich muss doch einmal ins Büro. So wie dein Vormittag hier. Was für ein Vormittag? Du hast nicht zufällig heute Morgen einen Perkins BH. Nein, meine Grüße, führen Sie leider nicht.
Im zweiten spiele ich oben ohne. Red keinen Unsinn. Ich meinte, ob du zufällig heute Morgen einen Birkins-BH-Anruf bekommen hast. Sie denken sich jedenfalls nichts dabei, meinen Timothy am Hochzeitstag seiner Tochter zu belästigen. Birkins-BH? Ach komm, altes Mädchen, mach du dich nicht auch noch verrückt. Überlass die Nervenzusammenbrüche deinem Kind. Was bitte, aber du willst doch nicht sagen, dass Birkins hier angerufen hat, oder? Doch. Jetzt hör mal, Billy. Wir müssen uns wirklich für die Kampagne etwas einfallen lassen, sonst verlieren wir den ganzen Etat. Aber doch nicht am Hochzeitsmorgen deiner Tochter. Weißt du, ich glaube ja, ich habe eine tolle Idee. Jetzt trink erstmal ein Glas Shampoos. Nein, das verträgt sich nicht mit meinen Tabletten. Wie es euch gefällt. Salute. Yes. Also, ich denke mir, dass man Perkins Büstenhalter so an den Mann bringen, oder besser an die Frau bringen sollte. Weißt du, die 20er Jahre, der Clou an den 20er Jahren ist nämlich, dass genau zu dieser Zeit der Büstenhalter erst aufgekommen ist. Na Bill, kannst du dir mein Perkins-Mädchen vorstellen? Was mit Kussmündchen? Federbohr? Das Franzenkleidchen? Die schöne Perlenkette? Und vielleicht noch ein Bubikopf. Ist das nicht ein Knüllerbild? Nein, Charleston Girl. Das könnte die Idee sein. Ja. Aber bei denen war doch vorne und hinten nichts da. Ich hab's, Bill. Wenn vorne viel da, nimm Perkins BH. Grandios. Das ist die Idee! Wenn vorne viel da, kauf Perkins BH! Ach, weißt du was? Ich werde sie gleich anrufen. Wen willst du anrufen? Na Perkins! Bist du verrückt? In einer halben Stunde musst du mit der Braut in St. Barnabas sein. Na, wenn ich mich mit dem Anziehen beeile, dann können wir auf dem Weg zur Kirche noch bei Perkins vorbeischauen. Perkins Büro ist auf der Regent Street. Der ist ja nur ein kleiner Umweg. Umweg? Ja, außerdem haben wir einen Fahrer, so dass wir mit dem Parken schon mal keine Probleme haben. Die Socken! Ich verstehe nicht ganz. Mir fällt gerade ein, dass ich für Gerald noch ein paar Socken aus dem Blumenladen mitbringen sollte. Seit wann haben die im Blumenladen Socken? Die kommen nicht immer alles durcheinander. Und die Blumen! Die sind da, beruhige dich. Aber das sind unsere. Aber ich muss welche zum Claret schicken für Mr. und Mrs. Babcock. Jetzt beruhige dich. Aber die sind ja gar nicht im Claridge. Wo sind sie also? Ich habe ganz vergessen, denen ein Zimmer zu reservieren. Ja, wo sind sie also? Die Blumen. Nein, die Babcocks. Das habe ich auch vergessen. Dann weißt du was, ich rufe den Claridge an und werde sie fragen. Aber zuerst rufe ich bei Perkins an und spreche mit dem, der Mr. Barrington. Mr. Barrington. Ja, den meine ich. Und sag ihm, dass wir ihn auf der Regent Street abholen. Abholen? Ja. Und im Auto, auf dem Weg zur Kirche, erkläre ich ihm dann alles. Wenn vorne viel da, nimm Perkins BH. Timothy. Ja, ist das nicht ein Flügel? Ich sehe sie schon ganz groß herauskommen. An allen Plakatsäulen, die U-Bahn-Schächte, rauf und runter. Und Bill, wenn wir sie ins Fernsehen bringen, dann lassen wir sie singen und tanzen, oder? Nur wenn vorne viel da, Madame, mit Perkins BH, Madame. Ah, was soll ich vor dir? Haben Sie was für meine Socken gehabt? Wer ist das? Das ist Timothy. Ich glaube, die Aufregung macht das zu viel für ihn. Aber ist okay, Junge? Ja, alles okay. Ja, das geht ihm gut. Kopf zwischen die Knie, das hin! Wissen Sie was? Ein Umschlag wäre das Beste. Sie meinen keine Socken? Nein, Umschläge mit Socken macht man nur bei Fieber. Und etwas ungewöhnlich, aber wenn Sie meinen. Ja, jetzt beeilen Sie sich. Komm, Tim, auf mit dir. Deine blöden Tabletten. Jetzt kriegst du erstmal einen Whisky. Wie fühlst du dich? Oh. Wunderbar, wunderbar. Bill? Also, ich hatte damit gerechnet, dass man mir die Brautmutter, die Braut, wenn es sein müsste, sogar den Bräutigam aufreißen würde.
Aber ich hatte angenommen, dass der Brautvater in der Lage wäre, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich schlage vor. Vor. Ich schlage vor, du hast auch Sorgen, um Jared Socken, Babcocks Blumen und Perkins Büstenhalter zu machen und konzentrierst dich nur noch darauf, dich für die Kirche in Schale zu werfen. Da, bitte. Oh, nein, danke. Bill? Wie lange ist sie schon da? Wer? Die junge Dame. Die junge Dame? Ja, die da mit der Federbohr und der Perlenkette und... Ja, du weißt schon. Das Girl. Welches Girl? Was hast du gesagt? Ich fragte, welches Girl. Ja, das habe ich schon verstanden, aber was meinst du mit welches Girl? Das, was ich gesagt habe, welches Girl? Ja, die da mit dem Haarband und dem Fransenkleid und... Na du Idiot, das Charleston Girl! Charleston Girl? Ja, wie lange ist sie schon hier, hm? Wer? Bitte, Bill, komm, lass das. Mach dich bitte nicht lustig über mich, ja? Ich mach mich lustig? Bitte hör auf, mich auf den Arm zu nehmen, ja? Willst du mich auf den Arm nehmen? Man kann einen Witz auch zu Tode reiten. Ja, bitte entschuldigen Sie, mein Freund ist... Das kommt sicher von dem Schlag mit der Tür, den du abbekommen hast. Es tut mir leid. Und mir erst, Tim. Also wenn das kein Witz ist, dann ist das beängstigend. Jetzt gib endlich zu, dass du mich nur auf den Arm nehmen wolltest und wir reden nicht mehr darüber. Jetzt hören Sie bitte auf damit! Seit wann sitzen wir uns? Was mich... Ich habe mit ihr gesprochen. Also jetzt pass auf, noch ein Wort davon und ich hole Jane. Nein, bitte, bitte, bitte hol nicht Jane. Bitte nicht. Dann reiß dich zusammen. Jetzt ist aber Schluss mit dem Herumgefummel. Hör mal, Bill, du kannst sie doch sehen, oder? Nein, ja, kann ich nicht. Nicht? Aber sie tänzelt hier so herum. Ach, etwa eine Charleston. Na, siehst du? Du siehst sie. Die Musik, jetzt reicht's aber. Was? Ja, sicher wieder einer deiner saudummen Witze, was? Ja, ich nehme an, ihr habt euch das ausgedacht, was? Nein. Ja, wo kommen Sie denn her? Das weiß ich nicht. Sie haben doch etwas mit Marktforschung zu tun, nicht wahr? Sie sind von Infratest, ne? Was ist das? Was für ein Test? Naja, irgendjemand muss sie ja hergeschickt haben, um ein Charleston Girl zu spielen. Charleston Girl? Warum denn sonst diese Aufmachung? Weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Nein. Aber ist das nicht einfach fabelhaft? Nein, nein, das ist es nicht. Also, hören Sie mal. Hören Sie mal. Würden Sie bitte, bitte nächste Woche in unserer Agentur vortanzen? Ja? Hören Sie bitte auf damit. Ich weiß ja nicht, was das Ganze soll. Und wer sie hergeschickt hat, weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht. Aber, hören Sie, ja, hören Sie, Sie haben sich einen sehr ungünstigen Morgen ausgesucht. Wissen Sie, meine Tochter heiratet heute und wie heißen Sie denn überhaupt? Donnerwetter, das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht? Nein. Und wie heißen Sie? Das ist völlig unwichtig. Nein, nein. Lassen Sie mich raten. George? Jack. Rob. Timothy. Oh, der Name gefällt mir. Also aber eigentlich ziemlich landläufig. Aber wunderschön.
Timothy Westerby. Oh. Ja, aber dafür kann ich mir leider nichts kaufen. Timothy Westerby. Ja, ich habe sogar noch einen zweiten Vornamen. Aber der ist sicher nicht so fabelhaft wie Timothy. Nein, ist er nicht. Er lautet Royston. Oh, hinreißend. Timothy Royston Westerby. Freut mich sehr, Timothy. Guten Tag, Miss Perkins. Endlich, alter Junge. Da bist du ja. Hast du meine Socken? Ich habe nur diese gefunden. Ich fragte, ob du meine Socken hast. Er sieht mich nicht. Also, hast du nun oder nicht? Nein. Also ich brauche einfach ein paar schwarze Socken. Ja, ja, Gerald, die brauchst du. Und du hast wirklich keine bekommen? Nein, aber stattdessen etwas anderes. Dunkelblau. Nein, Gerald, ich habe überhaupt keine Socken bekommen. Hast du einen steifen Hals? Das ist aber unglücklich. Nein, das ist schrecklich. Das tut mir aber leid. Aber wahrscheinlich hast du Zug bekommen. Ich, Gerald, Entschuldigung. Keine Ursache. Gerald, wie nennt man das, wenn einer ein Mädchen trifft, von dem niemand sonst eine Ahnung hat? Fremdgehen. Nein, ich meine, stell dir mal vor, du sprichst mit jemandem, der offensichtlich nicht existiert. Was ist das? Schizophrenie. Schizophrenie? Jared, bitte. Was siehst du da? Du meinst die Bar. Ja, und davor? Davor siehst du nichts, vielleicht irgendetwas winken? Hat das irgendwas mit meinen Socken zu tun? Gott! Ich werde es nicht zulassen, dass du mit dem Hochzeitstag meiner Tochter ruinierst! Verdammt doch mal! Ich brauche doch nur ein paar schwarze Socken, sonst nichts! Ja, Gerald, sofort! Was du da machst, noch nie gesehen. Was? Ich weiß nicht, ob ich das kann, also. Das ja, genau, das war's. Gerald, ja, das war's. Was soll das? Verkehrsregelung? Nein, ich habe nur die Tür geöffnet, um ein wenig frische Luft hereinzulassen. Ah, frische Luft und das? Ja, ich Was sie, hat das zu bedeuten? Ich habe sie bewegt. Die Luft. Wegen der Zirkulation. Ha, da wäre ich hinten aufgekommen. Miss, bitte, bitte. Ich muss auf meiner Hochzeit sein. Bitte. Meine Tochter heiratet und ich, Gottes Willen, ich weiß ja nicht, was das Ganze hier soll. Zirkulierst du immer noch? Ja, Gerald, ich muss nämlich die Luft in Bewegung halten, sonst setzt sie sich in den Ecken fest, weißt du? Übrigens, ich habe mich geirrt. Daphne hat doch ein paar Socken eingepackt. Was sagst du dazu? Ob ich die anziehen kann? Gerald, nicht zu dem Anzug, ich glaube, nein. Wahrscheinlich hast du recht. Timothy, ist dir klar, dass die Wagen in einer halben Stunde hier sind? Ja, ich werde fertig sein. Keine Sorge. Wie geht's denn unserer kleinen... Julie? Ja, die meine ich. Es geht gut. Ja. Und hier? Ja, mir geht's so. Mir geht's fabelhaft. Ganz fabelhaft. Fabelhaft? Ja, ich meine gut. Bist du sicher, mein Schatz? Ja, ja. Raus mit dir! Oh mein Gott! Es gibt keinen Grund zu schreien. Ich habe ja gar nicht geschrien. Ich habe nur gesagt, raus mit dir. Aber du hast es zu Bill gesagt. Zu Bill? Ja. Ah ja. Ja, natürlich zu Bill. Völlig zu Recht. Der kommt hier einfach
angetanzt und futtert meinen Kaviar und das mag ich nicht. Timothy. Ja? Und ich will, dass er verschwindet. Charmant. Ja. Ah, er ist unser ältester Freund. Ja, das ist er gewesen. Und jetzt steht er mir bis hier. Ja, 20 Jahre lang ist er hier ein- und ausspaziert und hat sich an meinem Whisky und an deinem Hintern vergriffen. Timothy, das ist ja wohl Höhe. Leugne es nicht. Ich liebe diesen intensiven Blick. Wirklich? Hab ich was gesagt? Ich glaube, es ist das Beste, ihn ins Bett zu stecken. Und das am Hochzeitsmorgen? Nur ein Nickerchen. Ja, 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 ein kleines Pisolino. Ja, gegen Spielversprechen. Ja, das tun wir aber nicht. Ich meine, ja, das können wir nicht. Liebling, wir, du und ich, wir können uns nicht hinlegen. Es sind Judys Flitterwochen und nicht unsere. Sie, Liebling. Ja, was würde denn Judy dazu sagen? Sie würde uns doch für ein schockierendes Paar halten, nicht wahr? Mir ist jedes Paar recht, wenn es nur Schwarze sind. Oh. Opa, bitte geh jetzt ins Schlafzimmer und such dir, was du willst. Ich will nur ein Wasser, sonst nichts. Na gut, also, wenn ihr hier mit eurem Unsinn fertig seid, dann kann ich ja wohl nach oben gehen und mich umziehen. Ja, ja, ich komme mit und helfe dir. Nein! Nein, niemand wird mir helfen. Ich brauche keine Hilfe. Er hat dann schon gesagt, aber bitte, zieh dich. Ja, also ich brauche keine Hilfe. Ich gehe da jetzt nach oben und zwar ganz alleine. Und du bleibst hier. Und du bleibst erst recht hier. Ich komme wieder, wenn ich angezogen bin. Ja, ich werde auf dich warten. Ja, sehr schön. Mit Timmy dabei und Frauchen macht drei. Schuss jetzt! Ja, nun geh endlich! Ich gehe ja schon. Oh, jetzt hat's ihn wieder. Wenn ich mir recht überlege, dann kann ich mich ja auch hier unten umziehen. Hier im Wohnzimmer? Ja, genau. Das ist sicherer. Und ich möchte nicht, dass ihr beiden mir dabei zuseht. Ich glaube, jetzt ist er übergeschnappt. Hol du mir meine Sachen und dann bleibst du besser draußen. Ach, du hast keinen Grund, in diesem Ton mit mir zu sprechen. Du hast ja den richtigen Tag ausgesucht, um dich wie ein Pascha aufzuführen. Du magst meinen strengen Blick nicht, was? Oh, aber ich. Du ja, aber du nicht. Jetzt dreht er durch. Was durch? Er ist nicht mehr ganz richtig im Kopf, seit er ihn sich an der Tür gestoßen hat. Kopf gestoßen? Aber Liebling, davon hast du mir ja gar nichts gesagt. Hol mir bitte meine Sachen, ja? Okay, ich gehe ja schon. Ja, und nimm diesen polygamen Pozwicker damit. Was? Komm, Bill. Würdest du jetzt bitte verschwinden? Ja, wir gehen ja schon. Und ist jetzt bitte auch. Wohin? Ja, wo immer du hergekommen bist. Hä? Wo ist das? Ja, das weiß ich doch nicht. Aber du hast mich ganz schön in Schwierigkeiten gebracht und du kannst unmöglich hierbleiben. Ich muss in 45 Minuten bei der Hochzeit meiner Tochter in der Kirche sein. Oh, ich liebe Hochzeiten, ich komme mit. Nein, das ist unmöglich! Sie sind grau, nicht wahr? Wie bitte? Deine Augen. Ich dachte immer, sie seien blau. Ja, sie sind blau. Nein, sind sie nicht. Sie verändern die Farbe bei wechselndem Licht, wie ein Brillant sein Feuer. Wirklich? Hey, welche Farbe haben meine? Weiß ich nicht. Schau doch bitte. Das ist blau.
Und das ist auch blau, sind beide blau. Ist es nicht schön, wie wir uns Stückchen für Stückchen kennenlernen? Ja, unter anderen Umständen, da könnte ich mir das gut vorstellen, aber nicht heute, vielen Dank, nein. Du meinst also, du bist nicht in Stimmung? Nein, ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, nein. Also ich werde so ganz unrücksonar bei dir. Du bist sicher, dass du nicht dieses gewisse Gefühl hast. Irgendetwas macht die Erotik kaputt. Ja. Nein, nein, ich fürchte nein. Fantastisch. Also, da hast du ihn. Jetzt beeil dich, aber um Himmels Willen. Fantastisch. Darin sieht doch jeder gut aus. War das ein Kuss? Was? Absolut märchenhaft. Ach komm, alter Junge, red dich ab. Hallo, Bill. Alles in Ordnung? Ja, absolut prima. Fantastisch, außerordentlich. Gut, das beruhigt mich. Und Miss Polly geht's auch gut. Ach du lieber Gott, jetzt fängst du schon wieder damit an. Aber ich bitte dich, sie ist doch da. Wo? Ja, hier neben mir, vor deinen Augen. Oder etwa nicht? Na, was habe ich dir gesagt? Ich habe nichts gehört. Ja, natürlich nicht. Sie hat ja auch nur mit dem Kopf genickt. Also weißt du, Tim, wenn du so weitermachst, dann kommst du ins Irrenhaus. Ich glaube, jetzt bekomme ich langsam auch dieses gewisse Gefühl. Gefühl? Was für ein gewisses Gefühl? Hör mir mal zu, Bill. Jetzt hörst du mir mal zu. Und sag deiner Miss Polly, die soll auch mal ihre Ohren spitzen. Oh, den mag ich. Bist du dir eigentlich im Klaren darüber, dass du dabei bist, deiner Tochter den Hochzeitsmorgen zu ruinieren? Nee, hey, Moment mal. Miss Polly hat etwas gesagt. Oh, Verzeihung. Ja? Er gefällt mir aber. Was? Wer gefällt dir? Der Name. Polly. Ah, hast du gehört, Bill? Er gefällt dir. Wer? Der Name. Polly. Ist ja toll. Also jetzt hör zu. Du hast Jane bereits durch deine Schreierei aufgeregt. Jetzt zieh dich endlich an, bevor du noch mehr Porzellan zerschlägst. Ja, Bill, hör mal zu. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll, aber es ist etwas ganz, ganz Eigenartiges mit mir passiert. Also, mir ist ja schon klar, dass die Tatsache, dass ich sie sehen kann, ihr sie aber nicht, dass das ein wenig unglaubhaft ist. Ein wenig. Ja, aber ich sag dir, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erden. Ich meine, auch ich habe ja geglaubt, sie ist nur in meiner Fantasie vorhanden, bis sie mich dann gerade eben geküsst hat. Ah, du machst Fortschritte. Also Bill, ich habe schon einige Küsse in meinem Leben bekommen, aber ich muss dir sagen, dieser Kuss gerade eben hat mich aus dem Verstand gebracht. Ich sag dir eins, mir ist immer noch ganz schwummrig. Timothy! Oh, Daphne! Daphne, hallo! Hallo! Ja, Daphne, ein wunderschönes Kleid, das du da anhast. Ja, Daphne, weißt du, nun ja, Bill und ich, wir haben gerade... Ich möchte lieber nicht wissen, was ihr beide gerade miteinander hattet. Was? Ich will mal nicht neugierig sein, aber ich glaube, es wäre besser, du würdest schleunigst nach oben gehen und Jane trösten. Gute Idee. Falls du dich überhaupt noch für sie interessierst. Ja, Timothy Westerby? Oh, Mr. Babcock. Läuft bei Ihnen auch alles so reibungslos wie bei uns? Ja, sehr witzig. Ja, wir wissen, wo zum Teufel die verdammten Blumen bleiben. Ja, wissen Sie, ich war gerade dabei, Ihnen welche zu schicken, aber dann ist Polly aufgetaucht. Wissen Sie, Polly... Hallo, Mr. Babcock. Hier ist Dick Shorter, Tims Partner. Polly,
Ja, Polly ist das neue Kätzchen. Kätzchen? Ein Hochzeitsgeschenk von Dr. Drummond und seiner Frau. Hochzeitsgeschenk von uns? Keine Sorge wegen der Blumen. Wir schicken Ihnen unsere. Doch, an unsere hat Tim gedacht. Er lacht nicht. Wir stecken Sie alle in ein Taxi und schicken Sie direkt zur Kirche. Ja, Wiedersehen. Was sollte das eben mit den Kätzchen und unserem Hochzeitsgeschenk? Ja, eins nach dem anderen. Zuerst müssen die Blumen zur Kirche. Das fällt ja ein. Ja. Mami, nimm's doch nicht zu tragisch. Aber er hat mich immer gebrüllt. Ja. Es tut ihm sicher längst schon wieder leid. Es tut dir doch leid, nicht wahr, Pat? Ja, ja, Mr. Babcock wird mir das nie verzeihen. Was zum Teufel machst du jetzt schon wieder? Blumen pflücken. Wir schicken unsere zu den Babcocks. Ja. Was? Also, die hier wird für Nicholas reichen und die hier für Mrs. Babcock. Und das hier, das reicht für Mr. Babcock. Jetzt sei nicht so egoistisch, Judy, du hast ja genügend. Wo sind die restlichen Blumen? Im Hochdrehen. Ja, gut, ich werde sie alle in ein Taxi stecken. Bitte. Tim, du ziehst dich an, es wird langsam Zeit für die Kirche. Ja. Und, Ich könnte schwören, es ist eine Heizdecke gewesen. Aber es muss Jareds Idee gewesen sein, ihnen ein Kätzchen zu schenken. Kätzchen? Oh Gott! Ja, Bill, ich glaube, es ist besser, ich erzähle Ihnen die Geschichte von Polly. Also, wisst ihr, Polly ist das neue Kätzchen. Ist sie dir vielleicht entwischt? Ja, sie ist da rein zu den anderen Geschenken. Also wirklich, Papst, was ist nur los mit dir? Wir müssen sehen, dass er sich anzieht. Komm, Jane, hilf mir mal. Ja. Was ist mit Polly? Ach, keine Sorge. Wir geben dir eine Schale Milch und ein Wollknäuel. Passend, euch konnte ich nicht finden. Es tut mir leid. Meint ihr, es wird jemand bemerken? Jared, natürlich wird man das. Geben Sie sofort andere an. Ja, Liebes. Hallo, hallo. Was macht ihr mit dem wieder? Männer steht es? Ja, machen Sie sich nichts draus. Komm, Judy, hilf du ihm bitte. Ich hole die restlichen Blumen. Und Sie, Sir, sind so freundlich und bringen sie zum Taxi. Blumen? Taxi? Wieso? Sie fahren zu Babcock. Wo ist das? Nervtötend, dieser Mann. Mr. Babcock in der Kirche. Ist das der Pfarrer? Nikolas Vater. Ach, der. Ich möchte wissen, warum du dir das mit der Heizdecke auf einmal anders überlegt hast. Was? Das Kätzchen, unser Geschenk. Unser Geschenk? Das Kätzchen? Und ab durch die Mitte damit, Sir. Wir brauchen nur noch ein Taxi. Äußerst dunkel. Wissen Sie? Äußerst dunkel. Was ist dunkel? Die Kätzchen alleine zu lassen. Polly wird sich daran gewöhnen müssen. Ich glaube, es ist besser, du kommst mit zur Kirche. Wie bitte? Ich sagte, ich glaube, es ist besser, du kommst mit zur Kirche. Ja, natürlich komme ich mit zur Kirche. Ja, sehr gut. Ich wollte nur sicher gehen. Dann kann ich in aller Ruhe mit dir sprechen. Was? Ich sagte, dann kann ich in aller Ruhe mit dir sprechen. Was ist bloß mit dem Mann los? Ich weiß nicht, Mutter. Aber gib mir seine Jacke, Judy. Wenn ich nur neben dir sitzen darf. Ja, das wäre schön. Was wäre schön? Wenn ich neben dir sitzen darf. Neben mir? Ja, in der Kirche. Dann könnte ich deine Hand halten. Ich glaube, jetzt ist er endgültig übergeschnappt. Zieh deine Schuhe an. Beeil dich, um Gottes Willen, die Fahrzeuge sind jeden Moment hier. Ja, ja. Also von mir aus können wir losfahren. Ich könnte schwören, dass es eine Heizdecke war. Oh, oh, war das ein Kuss. Bill, mir ist schon wieder so schwummrig. Lass uns gehen. Was, wohin denn? Nach St. Barnabas? Nein, ich kann doch Polly nicht alleine lassen. Du musst aber... Ja, aber wenn sie mal raus muss... Lass ein Fenster offen oder leg eine Zeitung aus. Zeitung? Bill, es hat keinen Zweck mehr.
Ich muss es Ihnen sagen. Nein, bitte tu das nicht. Doch. Jane wird es verstehen. Wird sie nicht. Wird sie doch? Wird sie nicht. Vielleicht doch. Nein. Doch. Bitte versuch's doch mal. Ja, siehst du, sie sagt, ich soll's versuchen. Von mir aus versuch's. Ja, ich versuch's, ja. Also, ich weiß, ihr werdet mich alle für verrückt halten, aber das ist ganz normal. Bill glaubt ohnehin schon, ich bin verrückt und was Daphne denkt, weiß ich sowieso. Aber bitte fragt mich nicht nach einer Erklärung, denn ich habe keine. So etwas ist zuvor noch keinem Menschen passiert, aber bei mir ist es tatsächlich passiert. Man muss schon sagen, großartig, wie du das machst. Was ist es denn? Mittlerweile 5 vor 12, was ist das? Ja, es tut mir leid, Jane. Ich hätte mir auch lieber einen anderen Tag als den Hochzeitstag meiner eigenen Tochter ausgesucht, aber es hat mich ausgesucht. Oder besser gesagt, sie hat mich ausgesucht. Oder vielleicht habe auch ich sie ausgesucht. Also ist schwer zu sagen, was da am Anfang war. Ist ungefähr so wie die Sache mit der Henne und dem Ei. Nur weiter so, mein Sohn. Wer hat dich ausgesucht? Polly. Das Kätzchen? Nein, nicht die Polly. Meine Polly. Deine Polly. Ja, sie ist eine junge Dame. Die haben wir aber nicht geschenkt. Willst du mir damit andeuten, dass du ein Verhältnis hast mit... Ui. Polly? Polygam! Nein! Doch. Nein. Naja, es kommt darauf an, was du unter einem Verhältnis verstehst. Ich hab dir vor 20 Jahren gesagt, dass du ihm nicht trauen kannst. Wie lange geht das schon so? 15 Minuten. 10 Minuten. Keine Sorge, es wird noch dicker. Ich habe sie heute Morgen erst kennengelernt. Heute Morgen? Ja. Wo? Hinter dem Sofa. Auf dem Sofa? Hinter dem Sofa. Hinter dem Sofa? Ja, seht ihr, es gab ja überhaupt keine Probleme. Bis sie mich dann geküsst hat. Wie nett. Ich hab's dir immer gesagt. Seine Augen stehen so dicht beisammen. Ich hab ja auch versucht, ihr beizubringen, dass sie gehen muss. Aber nach dem Kuss, da hab ich einfach den Verstand verloren. Ich hab sie gemacht. Erstmal, was hat sie überhaupt hinter dem Sofa gemacht? Danke, dass du fragst, Judy. Das ist nämlich der springende Punkt. Seht ihr, es ist etwas sehr, sehr Besonderes an diesem Mädchen. Jetzt hört genau zu. Seht ihr, aus irgendeinem unerfindlichen Grund kann sie außer mir keiner sehen. Die Pointe hat gesessen. Wisst ihr, das Lustige daran ist, ich habe ja gerade mit Bill über meine Idee mit dem Charleston Girl gesprochen gehabt. Da ist sie auch schon aufgetaucht hinter dem Sofa. Mit ihrem Haarbändchen und der Federboa, der Perlenkette und dem allem. Ja, er wird schon wieder. Er hat sich nur ein bisschen den Kopf an der Tür gestoßen. Oh! Wir müssen einen Arzt suchen. Einen Arzt? Das war einfach alles zu viel für dich. Die Arbeit, Hochzeit, Mr. Babcock, Party Service. Na, aber ich brauche keinen Arzt. Ich hab dir gesagt, du sollst das für dich behalten, aber du weißt immer alles besser. Du hast einen bösen Schlag in den Kopf bekommen und jetzt siehst du alles Mögliche. Ja, aber ich hab sie nicht nur gesehen, ich hab sie auch gefühlt. Wo? Das kommt alles nur von diesen Flecken, die du da einschluckst. Ach, Jay, das ist eine ganz ordinäre Halluzination. Jared hatte mal einen Patienten, den ein Pferd am Kopf getroffen hat. Der hat sich die nächsten 48 Stunden für Don Röschen gehalten. Und? Ist er wieder gesund geworden? Na, wie man es nimmt. Er fliegt immer noch auf Prinzen. Eins ist mir immer noch im Klartag. Das Kätzchen.
Also vorhin hat irgendjemand etwas Verrücktes von einem Kätzchen gesagt. Gerald, bist du deine Blumen immer noch nicht losgeworden? Ich wollte ja, aber da ist mir eingefallen, dass jemand etwas Verrücktes von einem Kätzchen gesagt hat. Und ich hätte schwören können, es war eine Heizdecke. Jetzt fangen Sie nicht auch noch damit an. So, jetzt gehen wir alle in die Kirche und lassen diese Polly Polly sein. Polly? Hä? Das Kätzchen! Ach so, Polly. Gerald, gehst du jetzt bitte und steckst diese Blumen in ein Taxi? Taxi? Nicht mehr nötig. Wieso nicht? Die Wagen sind bereits seit 5 Minuten da. Dann lasst uns jetzt alle zur Kirche fahren. Wir müssen nur noch entscheiden, wer in Ihrem Zimmer sie bleibt, bis der Doktor kommt. Was? Doktor? Aber wer? Du als Braut gehst auf alle Fälle mit. Sie ist etwas seltsam aus. Du würdest am ehesten hier bleiben. Dich wird keiner vermissen. Herzlichen Dank. Ohne Barry kann ich nicht gehen. Er ist Judys Braut, oder? Eben. Keine Sorge, es wird schon jemand da sein, der dich führt. Komm, setz dich schon mal ins Auto, bis wir hier alles geklärt haben. Er kann sein Beruhigungsmittel und den Doktor von mir aus auch nach dem Empfang bekommen, aber eine Hochzeit ohne Brautvater, das geht einfach nicht. Ja, ich komme ja auch mit. Und ich weiß, auch Polly würde gerne mitkommen. Gut, von mir aus, wenn es ihr Spaß macht, nimm sie mit. Oh, danke, Jane. Hast du gehört, Polly? Ja. Mhm. Opa. Ich bin da. Nimm dir eines von den Autos und bring die Blumen nach St. Barnabas. St. Barnabas, wird gemacht. Also, Polly... wenn ich dir vorstellen darf, meinen Partner kennst du ja bereits, Bill Shorter. Guten Tag. Ja, hier ist meine Frau, Jane. Guten Tag. Ja, und das hier ist meine Schwiegermutter, Mrs. Drimmond. Guten Tag. Hallo. Ein kurzer Handschlag. Guten Tag. Liebling. Da ist sie nicht. Ja, wo ist sie denn? Ja, sie sitzt auf dem Sofa neben Daphne. Ich glaube, es ist alles geklärt. Du kannst mit zu dir gekommen. Ja, jetzt hat sie ihn wieder. Es ist für dich. Oh, ja, verzeihung. Hallo? Mr. Babcock, machen Sie sich keine Sorgen wegen der Blumen. Mein Schwiegervater ist schon auf dem Weg. Ja? Was? Oh, aha. Er pfeift auf die verdammten Blumen und will wissen, wo wir bleiben. Eine verdammt gute Frage. Ja. Oh, diese Ausdrucksweise. Entschuldige, Polly. Also, Mr. Hallo, Mr. Babcock, hier ist wieder Bill Shorter. Nein, nein, mit Polly hat er nicht sie gemeint, sondern das verdammte Kätzchen. Mhm, ja. Er will wissen, wovon zum Teufel ich spreche. Hallo Charles, hier ist Jane. Ist das nicht ein wunderschöner Tag für eine Hochzeit? Ja, es gab eine kleine Verzögerung. Es sieht so aus, als ob Tim sich ein bisschen... das Bein gebrochen, Jane! Was ist mein Bein gebrochen? Hallo, Miss Clark, jetzt spricht Mrs. Drimmond. Sobald Sie und Ihr Sohn in der Kirche sind... Ach, Sie sind schon in der Kirche. Donnerwetter! Er spricht von der Sakristei aus und dann solche Ausdrücke. Mr. Babcock, es ist leider so, wie meine Tochter sagt. Mein Schwiegersohn muss heute leider ausfallen. Ein ganz ausgefallener Bruch. Plötzlich kam es zum Bruch. Er ist ganz gebrochen, doppelt und dreifach. Wie es dazu kam, ja, wie es nun eben zu so etwas kommt, er ist gestolpert über ein Kätzchen. Und jetzt liegt er da und stöhnt. Bitte? Mein Herr, Sie sprechen mit einer Dame? Also ich möchte so etwas nicht mehr hören. Skandalös. Ausdruck kannte ich noch gar nicht. Aber nicht schlecht, den muss ich bemerken. Tu dir bitte
schon vor 3 Minuten ihr Ja-Wort geben sollen. Hätte schon vor 3 Minuten ihr Ja-Wort geben sollen. Oh Gott, ja, hätte. Kommt ihr jetzt oder nicht? Lieber Gott, warum bist du denn noch nicht unterwegs? Du solltest bereits in der Kirche sein. Ich habe mich mit den Fahrern herumgestritten. Sie haben heute Nachmittag noch eine Beerdigung. Mr. Babcock wartet auch immer noch. Der wird sich inzwischen grün und blau ärgern. Wie meine Socken offensichtlich. Ja. Das mache ich jetzt schon 40 Jahre mit. Soll ich anklangen? Nein. Gut. Timothy sollte jetzt das Startzeichen geben. Wo steckt er übrigens? Er kommt nach. Ja, oder möglicherweise gar nicht. Gar nicht? Verdammt, er ist Judys Vater. Er hat einen Unfall. Können wir ihn nicht unterwegs mit unserem Wagen aufgabeln? Doch, Gerald, doch keinen Autounfall. Geh und nimm das Taxi. Jemand muss schließlich die Familie auf der Hochzeit vertreten. Und wenn Sie nach dem Haus fragen, dann sag Ihnen, das Kind ist unterwegs. Oh, Mama, wir brauchen einen Arzt, wenn hier alles vorbei ist. Ja. Was sagt sie? Sie brauchen einen Arzt. Oh. Ich bin Arzt. Keinen Zweck mehr, da ist nichts mehr zu machen. Ruf den Abwehrdienst. Komm auf! Du nicht, Timothy. Wo ist Judy? Die ist oben in ihrem Zimmer und hat einen hysterischen Anfall. Bill ist bei ihr, um sie zu trösten. Das sollte der glücklichste Tag in ihrem Leben werden. Aber ich muss sagen, Polly war sehr nett zu ihr. Sag deiner Polly, sie soll ihre kleine Nase gefälligst aushalten. Wenn sie heute nicht hier aufgetaucht wären, Mädchen... Liebling. Wäre unsere Tochter... Liebes, da ist sie nicht. Wäre unsere Tochter jetzt glücklich? Da ist sie aber auch nicht. Sie wartet unten in der Halle auf uns. Wäre alles nicht passiert, wenn deine verdammte Polly nicht wäre. Reg dich nicht auf, Jane. Sie besitzt die Frechheit, dich vor meinen Augen zu küssen. Und wer weiß, was noch hinter diesem Sofa passiert ist? Ja, bitte, sie hat bis jetzt überhaupt noch nichts gemacht. Außer ein bisschen gezittert, als ich sie küsste. Ich wusste gar nicht, dass Frauen dich so unwiderstehlich finden. Aha. Und warum sollten Sie mich nicht unwiderstehlich finden? Ich kann mir ein paar Gründe dafür nennen. Du schweig still. Du hast mich übrigens auch mal unwiderstehlich gefunden. Ja, vor 20 Jahren. Und das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass du mich genau angesehen hast, ja? Welche Farbe haben meine Augen? Nicht so albern. Na, sag schon, welche Farbe? Blau, glaube ich. Glaubst du, ja? Also, blau. Ja, und ist dir je etwas Besonderes an ihnen aufgefallen? Sie stehen zu dicht beiseite. Ja, je nach Lichteinfall wechseln sie die Farbe von blau zu grau und leuchten wie Diamanten. Polly hat das sofort erkannt. Von meinem strengen Blick ganz zu schweigen. Jane war viel zu sehr damit beschäftigt, den Haushalt zu versorgen und Judy großzuziehen, um zu bemerken, wie die Farbe deiner Augen wechselt oder ob du streng blickst oder nicht. Ja, aber das ist ja genau der springende Punkt. Da draußen, da wartet eine junge Dame auf mich, die alle meine liebenswerten Eigenschaften sofort erkannt hat. Das ist ja wieder typisch. Erst hackst du auf mir herum und dann legst du dich für so ein Flittchen ins Zeug. Flittchen? Was sonst? Reg dich nicht auf, Jane. Das vergangene Subjekt existiert nur in seiner Fantasie. Ja, in einer sehr schmutzigen Fantasie. Aber Polly ist kein Flittchen. Das ist ein sehr geselliges Mädchen. Mit einem wunderbaren Naturell. Du brauchst keinen Arzt, Jane.
Du brauchst einen Scheidungsanwalt. Und wie sie meinen Namen ausspricht. Timothy Royston Westerby. Aus ihrem Mund da klingt das ja wie der große Genghis Khan. Sie wird ganz schön enttäuscht sein, wenn sie entdeckt, dass der große Genghis nicht Khan. Ja, danke! Vielen Dank! Ich vermute, es wird unser ganzes Eheleben hier breit getreten, was? Na bitte, dann übergebe ich dem Staatsanwalt das Wort. Frechheit! Nichts zu machen. Sie hört mir nicht mal zu. Sie hat sich eingesperrt und weigert sich herauszukommen. Geh du, Jane, und hol sie raus. Zwecklos. Ihr Vater ist der Einzige, mit dem sie reden will. Ja, dann gehe ich wohl besser hinauf. Das arme, kleine Ding. Armes, kleines Ding? Das Mädchen ist labil. Und von unserer Seite der Familie hat sie das nicht. Erinnere mich bitte ab und zu mal daran, wie charmant deine Mutter sein kann. Ich vergesse das nämlich immer wieder. Du hast keinen Grund dafür, jetzt auch noch zu beleidigen. Sie hat mich beleidigt. Und du mich auch. Du hast gesagt, mein Genghis kann nicht. Du hast aus der Luft gegriffen, ist das nicht. Da war's schon wieder. Also deine Tochter meint, dass ich alle Jubeljahre mal körperlich und geistig erschöpft nach Hause komme. Und jetzt fragt sie, warum das genau an dem einzigen Tag im Jahr passiert, an dem sie Lust hat, ihr Nachthemd zum Fenster hinauszuwerfen, um am Kronleuchter hin und her zu schwingen und sich aufs Bett fallen zu lassen. Oh, du seid lasslos! Jetzt geh endlich auf zu Schuldi. Ach, haben Sie dir deinen Wagen repariert? Ja, was für einen Wagen? Jetzt geh endlich. Ja. Doktor, warum sind Sie schon wieder hier? Der Pfarrer und der Babcock. Gerald! In der Sakristei ist der Teufel los. Der Gehrock und der Chorrock. Ja, was ist mit Ihnen? Ich sage es nur ungern, aber er hat die Nerven verloren. Was, der Pfarrer? Nein, der Babcock. Ein Schwall schockierendster Kraftausdrücke. Typisch Babcock. Nein, vom Pfarrer. Mein Kommen hat Babcock nicht im geringsten beruhigt. Im Gegenteil, er war völlig außer sich, als drei Limousinen vorfuhren und nur ich mit dem Blumen ausstieg. Warum um Himmels Willen hast du alle drei Wagen mitgenommen? Ich kann mich ja nicht. Ich stieg in den ersten und die anderen beiden standen dahinter. Ja, aber warum? Warum? Genau das habe ich Sie auch gefragt, als wir bei der Kirche angekommen sind. Anscheinend habe ich mein Anfang freundlich gewunken. Und Sie dachten, Sie sollten folgen. Trotzdem hat sich dieser Babcock schlecht benommen, als er dem Pfarrer dafür büßen ließ. Er ist in die Sakristei gestürmt und dem Pfarrer an den Kragen. Kein Wunder, dass er ausfallend geworden ist. Das ist er sicher. Ich habe keine Angst vor ihm. Nein! Was hast du? Du hast heute schon genug Unheil angerichtet. Ich werde das schon wieder ausbügeln. Keine Sorge. Pass auf. Hallo, hier spricht Dr. Drimmen. Also erstens, Mr. Babcock, möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich Sie Babcock genannt habe. Und zweitens... Das will ich doch noch zweitens. Hallo, Mr. Babcock, ich habe vollstes Verständnis für Ihre Gefühle. Dieser Pfarrer ist wirklich das Letzte. Sein scheinheiliges Getue geht mir schon lange auf die... Wahrscheinlich. Der Pfarrer. Guten Morgen, Frau Würden. Haben Sie aber Glück gehabt? Ich war gerade auf dem Weg zum Wagen. Welche Hochzeit? Ja, die Hochzeit. Ja, wir sind alle schon unterwegs. Das heißt, wären wir, wenn Sie uns nicht aufgehalten hätten mit Ihrem Anruf, sagen Sie dem Organisten längstens 3 Minuten. Er hat bereits 2-mal den Einzugsmarsch angestimmt. In Ordnung, Hochwürden. Bis gleich. Ciao. Kommt, Judy. Nein,
Sie denkt nicht mal daran. Wir hatten den Pfarrer am Telefon, er erwartet uns in 3 Minuten. Dann ruf ihn zurück und sag ihm, dass deine Tochter sich entschieden hat, heute überhaupt nicht mehr zur Kirche zu gehen. Was? Heiliger Strohsack. Ja, sie sagt entweder Standesamt oder gar nicht. Was hat er gesagt? Die Hochzeit ist passé. Gerald, hörst du jetzt überhaupt nichts mehr? Und wofür habe ich mich dann in Schale geschmissen? Sie muss heute heiraten. Tja, sie muss heute heiraten. Ja. So weit sind wir also schon. Komm doch weg, das ist das ganze Irrenhaus. Timothy ist Nikolaus Vater. Mr. Babcock. So ihn. Timothy, komm zu dir. Ja. Oh, Gott sei Dank, er kommt wieder zu sich. Bin ich froh. Ich komme sofort, ich bin auch sehr froh. Guten Tag. Schön, Sie hier zu sehen. Wirklich. Sehr erfreut. Aber ich befürchte, Sie müssen meinem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge helfen. Jetzt mal langsam. Ja, also ich kenne Ihr Gesicht, aber der Name fällt mir nicht ein. Ja? Jetzt mal langsam. Ja, hallo. Sie müssen der Empfangschef sein, ja? Empfangschef. Ja, es ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, uns hier so nett zu empfangen. Wie findest du es im Savoy, Polly? Savoy. Ach, so lala. So lala. Ah, Portier. Sie finden unsere Koffer draußen am Empfang. Wenn Sie so freundlich wären, sie hinauf zur Hochzeitssuite zu bringen. Ja? Ich weiß, es gehört nicht unbedingt zu Ihren Aufgaben, aber wenn Sie so freundlich wären, meinen Wagen in die Garage zu bringen, ja? Ihren Wagen? Ja. Nicht zu übersehen. Rolls Royce. Letztes Modell. Das letzte. Ja. Ein 1926er. 1926er. So, und jetzt trage ich noch unsere Namen ins Gästebuch ein. Und dann trage ich meine kleine Braut nach oben ins Schlafgemach. Jim! Wir Frauen müssen jetzt zusammenhalten. Mae West! Was freut sich, uns zu sehen? Habe ich richtig gehört? Die Braut ins Schlaf gemacht haben? Ja, nach schönem alten Brauch. Timothy? Wäre es nicht angebracht? Mich vorzustellen. Es tut mir leid. Royston Westerby. Royston? Enchanté, Madame. Sind Sie schon länger hier im Savoy? Gerade angekommen. Mr. Babcock ist unten in der Halle. Was? Mr. Babcock? Ja. Aber nicht der Mr. Babcock. Ja, der ist hier. Was? Babcock? Der Hollywood-Millionär. Babcock, der Filmmagnat. Oh, er betrachtet uns beide als Englands Antwort auf Fred Astaire und Ginger Rogers. Er hat uns letzten Herbst im Tivoli gesehen. In der Revue Die Stars von 1926. Mr. Babcock kommt wegen der Hochzeit. Das ist aber eigentlich spät dran. Wir haben ja heute Morgen erst in St. Barnabas geheiratet. Wer ist bitte wir?
Wir beabsichtigen hier nur ein paar Tage zu verbringen, bevor wir in die Flitterwochen nach Südfrankreich fahren. Aber Polly, wenn das Wetter hier schön bleibt, dann könnten wir auch Monte Carlo absagen und gleich hier flittern, was? Wie mich das freut! Wenn Sie mir bitte die Menükarte zeigen würden. Wir beabsichtigen heute, auf dem Zimmer zu speisen. Wie die Herrschaften wünschen. Nur ich und mein kleiner Kolibri. Da muss ich Sie und Ihren kleinen Kolibri leider enttäuschen. Was? Wie meinen Sie das? Wir haben heute keinen Zimmerservice. Ja, der verflixte Generalstreik, nicht wahr? Verdirbt einem aber auch alles. Also, kein Savoir vivre, meine süße Polly. Sieht nach Lunch auf der Terrasse aus. Der Bevcock rührt sich nicht vom Fleck. Portier, vergessen Sie bitte nicht die Koffer zur Hochzeitssuite, nicht wahr? Nein, Sir. Vielen Dank, Sir. Wo ist Bevcock? Unten in der Halle. Will den Herrn sehen. Oh mein Gott. Was? Bevcock will mich sehen? Ich komme sofort. Auf gar keinen Fall. Sie haben recht, Madame. Man sollte sich nicht so anbiedern. Bill, bring ihn nach unten in die Küche, aber nicht durch die Halle. Bitte, Stars von unserem Kaliber lässt man doch nicht durch Küchen gehen. Die beste Art, die Fans zu verladen. Ja. Ich hab's. Oh Gott! Lady Barrington Perkins. Was? Sie sind Lady Barrington Perkins. Bin ich? Ja. Ja. Oh. Also er hat sich ja schon ein paar Rückzeiten gelassen. Aber das ist der Gipfel. Die kochen zur Hochzeitssuite bitte, ja? Ja, Sir. Vielen Dank, Sir. Könnte mir vielleicht jemand sagen? Nein, niemand. Bill, geh jetzt nach oben und hol ihn, wenn du die Tür aufbrechen musst. Wo sagtest du, hast du Mr. Bevcock gelassen? Unten in der Eingangshalle. Er rührt sich nicht von der Stelle, bis er Timothy gesehen hat. Oh mein Gott. Macht immer noch ein Gesicht wie ein Nussknacker. Vielleicht könnte ihn Timus ja etwas aufheitern mit seinen kleinen Hopsern. Nein, Dad, du hältst hier die Stellung bei Mr. Babcock und ich helfe Bill und Julie. Ich werde sie herunterkriegen und wenn ich sie an den Haaren herbeizehren muss. Mr. Westerby! Ist das Mr. Babcock? Mr. Westerby, wo zum Teufel sind Sie? Ja, das ist Babcock. Suche Mr. Westerby! Sie müssen Mr. Babcock sein. Es ist Mr. Babcock, Daddy. Kommen Sie rein, Mr. Babcock. Ich freue mich so. Ich bin Jane Westerby, die Schwiegermutter. Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, aber warum, verdammt nochmal, ist euer Haufen noch nicht in der Kirche? Eins nach dem anderen. Bitte, Mr. Babcock, ein Glas Champagner an. Champagner, voll Mann, Sir. Ist das nicht umwerfend? Absolut umwerfend. Wissen Sie, Sie sehen genauso aus, wie ich Sie mir vorgestellt habe. Nur jünger. Meine Damen, in der Kirche ist das Chaos ausgebrochen. Ist doch himmlisch. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Nur nicht vergessen, die Autos warten. Wir wollen uns nicht verplaudern. Hören Sie, die Gäste für die nächste verdammte Hochzeit rollen bereits an. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden sich vielleicht wundern, warum unsere Julie noch nicht ganz völlig hundertprozentig fertig ist. Da haben Sie verdammt nochmal recht. Ja, alles lief ab wie ein Uhrwerk, bis Timothy diesen unglücklichen Unfall hatte. Aber ich glaube, den haben wir bereits am Telefon erwähnt. Sie haben, glaube ich, schon ein paar Mal angerufen, nicht wahr, Sir? Ja, dreimal, verdammt nochmal. Ja, verdammt nochmal, dreimal. So ein Pech für Timothy, nicht wahr? Ausgerechnet am Hochzeitsmorgen seiner Tochter bricht er sich den Hals. Oberschenkel! Sie waren schon im Begriff, das Haus zu verlassen. Sie waren sogar schon auf der Treppe, als es passierte. Er stolperte.
über eine Katze namens Polly. Eigentlich mehr ein Kätzchen, Sir. Und ihre Mutter schwört, es wäre ein Heizkissen. Ja. Sie hat doch was von einer dreifachen Fraktur gesagt. Ja, er hat sich an drei Stellen gebrochen. Und wenn ich sage an drei Stellen, meine ich nicht, dass er dreimal gestolpert wäre, nein. Ich meine, dass er... Wenn ich sie dreimal gebrochen hat. Ja, was sagt sie denn? Dass ich ihren Mann sehen möchte. Ihn sehen? Ja, ich will wissen, ob die Hochzeit nun stattfinden wird oder nicht. Aber sicher wird sie. Na gut, und deshalb möchte ich mich bitte gern ganz normal drei Minuten mit Ihrem Mann unterhalten. Das möchten wir alle gerne. Was sagten Sie? Ach, ich meine, was ich sagen wollte ist, mein Mann ist bereits in St. Thomas. In St. Thomas? Er ist in der falschen Kirche, wir sind alle in St. Barnabas. Nein. St. Thomas ist ein Krankenhaus. Mr. Wester ist im Krankenhaus? Wie man? Ich sagte, Mr. Wester ist im Krankenhaus, oder? Sie meinen Timothy? Der war vor einer Minute noch hier. Ja! Oh, und von mir, er war hier, aber total verkrankt. Total? Vergibt! Verkeilt? Bitte, das erklärt alles. Da kann ich ihn also sehen. Wen sehen? Der Ihren Mann. Nein, er liegt oben im Bett und pflegt sein Bein. Mir scheint. Sie sind heute ziemlich vergesslich. Ist es Schwester Bin? Nicht immer. Na, wissen Sie, heute war wieder mal einer von diesen Tagen. Verständlich, dann kann ich also aufgehen zu ihm. Nein, ich werde ihn herunterholen. Es könnte allerdings sein, dass es etwas dauert, weil ich erst seine Krücke suchen muss. Und dann sehen Sie zu, dass Sie sie schnell finden. Ja. Ich rühre mich nämlich nicht vom Fleck. Zwei Minuten. Bis ich Ihren Mann und die Braut gesehen habe. Sie hätten nicht vielleicht Lust, schon vorauszugehen mit meinem Vater? Auf gar keinen Fall. Nein. Sehr schön. Recht so. Da gehen wir alle zusammen, was? Genau. Ja. Eine große, glückliche Familie. Die Tür aufbrechen, beeil dich! Was rufst du jetzt, Jared? Sie warten auf dich! Hallihallo! Das tut mir jetzt aber leid. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Hat nur die verdammte Dackelage versaut. Ja, es tut mir wirklich leid. Ist schon gut, ist schon gut. Oh, ja. Bleiben Sie länger hier? Nicht länger, als ich unbedingt muss. Ah ja, verstehe. Ist ja nichts los hier, was? Still wie in einer Kirche. Kirche? Ich glaube, so weit kommen die nie. Ich nehme an, Sie sind ein Gast, oder? Ja, ich bin gerade eben erst angekommen. Ich suche jemanden von Personal. Da können Sie lange suchen. Das einzige Personal, das die hier gebrauchen können, sind die großen Jungs in ihren weißen Kitteln. Ja, dann, wenn von denen niemand herumschwirrt, dann muss ich mir eben selbst einen eingießen. Was? Tun Sie das. Ja. Wissen Sie, es ist nämlich dieser verdammte Generalstreik. Ich habe mir schon gedacht, dass was nicht stimmt, aber Generalstreik? Oh ja, im ganzen Land. Kam heute Morgen über den Detektor. Über den Detektor? Ja, im Radio, wissen Sie? Ich besitze nämlich so einen Detektor. Glauben Sie mir, das Land wäre gut beraten, sich Lloyd George wieder zu holen. Ach, meinen Sie? Ja, das ist der richtige Mann für die Kanonenboot-Diplomatie. Übrigens, haben Sie in letzter Zeit mal was von Kaiser gehört? Ja, könnte ich noch etwas Wasser bekommen? Natürlich,
Wenn sonst niemand da ist, dann helfen wir uns eben einfach selbst weiter. Nicht wahr, Mr. Babcock? Können Sie nicht aufpassen? Ich muss mich entschuldigen. Wirklich. Also, heißt du gut. Ich mag das. Ja. Sagen Sie, sind Sie wirklich der Mr. Babcock? Ja, da bin ich und ich fange langsam an zu glauben und zu hoffen, ich wäre es lieber nicht. Fantastisch. Werden Sie wohl das Ding wegstellen? Das Ding, das stelle ich jetzt weg. Mr. Babcock, erinnern Sie sich nicht an mich? Nein, nicht, dass ich wüsste. Die Revue? Was? In Tivoli? Ich verstehe nicht recht. Sie haben mich im Herbst in Tivoli gesehen. Sie müssen mich doch wiedererkennen. Ich würde Ihnen ja gern den Gefallen tun, aber... Ja, natürlich trage ich jetzt kein Make-up, ja? Da sind Sie gut beraten. Mr. Babcock, ich bin Ihre Antwort auf Fred. Fred? Ja. Und... ich möchte Ihnen meinen kleinen Kolibri zeigen. Nein, danke. Glauben Sie mir, ich habe da drin jemanden. Könnte die zweite Ginger Rogers sein. Vielen Dank für den Hinweis. Rein mit dir, mein Paradiesvögelchen. Ich kenn mich auch an. Mr. Babcock, was halten Sie von mir? Von wem? Bitte. Von der zweiten Hälfte meiner Show. Was haben Sie, einen Flohzirkus? Von Mr. Babcock. Jetzt sind Sie aber etwas ungerecht. Ich meine, sehen Sie sich dieses Talent an. Ich frage Sie... was hat Ginger Rogers, das dieses Mädchen nicht hat? Keine Ahnung. Ganz ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Wunderbar, mein Schatz. Aber holen Sie denn hin? Ah, ich bin schon etwas spät dran. Ich habe noch eine wichtige Verabredung. Sie haben unseren Paradeux noch gar nicht gesehen. Lieber nicht. Vielen Dank. Glauben Sie mir, wir haben die beste Schlussnummer, die Sie sich denken können. Ihr Glück. Das ist fertig, das hätten wir. Judy kommt sofort. Was machst du hier? Na, vortanzen für Mr. Babcock natürlich. Ach, sehr schön. Ist ja letzte Kante. Und Polly? Ah, bitte, sie ist doch hier. Ha, super, super. Wer ist die verrückte Nudel? Ich weiß nicht. Ja, kennt mich nicht. Weil ich nicht geschminkt bin. Royston Westerby. Westerby? Wollen Sie mir damit sagen, dass dieser Verrückte zur Familie gehört? Und das hier ist meine Braut. Polly Perkins. Haben Sie nicht gerade gesagt, dass Sie ihn nicht kennen? Ich wusste nicht, dass er hier ist. Er ist ein entfernter Cousin. Cousin? Meines Mannes. Und gütiger Gott. Um drei Ecken. Und an jeder Ecke eine Überraschung. Er ist eigentlich recht harmlos.
Normalerweise sehen wir nicht viel von ihm. Da sind Sie gut beraten. Wo kommt er denn her? Helsingstock. Wie heißt es schön? Wir hatten auch seinen Fall. Letztes Jahr. In Livingston. Ah, tatsächlich. Dem haben Sie bei einer Impfaktion für Schafe eine Ladung verpasst. Gibt es Schafe in Basingstoke? Nicht viele. Aber irgendwo muss es doch herhaben. Na, Mr. Babcock, was halten Sie von ihr? Und was ist mit diesem Bolli-Floh? Bolli was? Na, der Floh, mit dem er angeblich tanzt. Ich hoffe nur, der Dick von Poseroys ist nicht typisch für eine Familie. Lieber Himmel, nein. Alles aus dem Eingehoben. Ah, sehr schön, die Tür. Wir hatten ein Problem mit der Tür. War nichts zu überhören. Ach, wie wär's mit einem Vertrag? Vertrag? Mr. Babcock. Ja, für Ihr neues Hollywood-Musical. Bitte ein anderes Mal. Ja, bitte ein anderes Mal. Scheiß verdammt nochmal. Diese vulgäre Ausdrucksweise. Das ist ihm nur so rausgerutscht, meine süße Polly. Zerquetschen könnte ich diesen Polly-Floh. Ich glaube, es ist besser, du wartest draußen, während ich die Bedingungen aushandle. Okay. Goody, goody, Royce, boy. Ja, ciao. Ciao, Honey. Ab mit dir. Und ab geht die Post. Oma hat alles geregelt und unsere kleine Braut ist fertig für die Kirche. Welch ein Zufall. Auch ich bin heute Morgen erst getraut worden. Du bist was? Einen Moment, Royston. Ja, Verzeihung. Ich vergaß mich vorzustellen. Royston Westerby. Entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich werde dem Portier gleich sagen, dass er Ihr Gepäck nach oben bringen soll. Das ist die Braut? Meine Schwiegertochter? Das ist meine kleine Julie. Lady Barrington, ich bin untröstlich. Ich wusste gar nicht, dass Sie Brautmutter sind. Lady Barrington? Mein Mädchenname. Ich habe den Titel abgelegt, als ich heiratete. Was sagt das Mädchen? Will ich sein Korsett? Oh, hol mich der Teufel! Mutter, bitte nimm dich zusammen. Vielleicht zwickt sie ja tatsächlich. Oh, Potti, oh, dann bringen Sie Madame doch nach oben und ziehen Sie sie aus, ja? Ich glaube, ich gehe besser mit, falls der Potti auf dumme Gedanken kommt. Mr. Babcock, ich hoffe, Ihre Frau macht sich keine Sorgen. Vergessen Sie meine Frau, ich mache mir langsam selbst Sorgen um mich. Wir freuen uns schon alle so, Sie kennen. Die einzige Person, die ich gern kennenlernen möchte, ist Ihr Mann. Ja. Und ich meine nicht seinen Cousin Royston. Egal. Egal, ob Brücke oder Gips, ich werde da jetzt aufgehen und mit ihm reden. Es wäre mir sehr, sehr angenehm, wenn Sie darauf verzichten würden. Jetzt passen Sie mal auf, wenn ich nicht mit Ihrem Mann sprechen kann, und zwar sofort, dann werde ich die gesamte Hochzeit abblasen. Das würden Sie doch nicht tun. Ah, doch. Ich würde und ich werde. Ich lasse es nicht zu, dass mein Sohn in eine Familie von Irren heiratet. Es muss in diesem Haus eine Person geben, die irgendwie normal ist. Und ich hoffe, das ist Ihr Mann. Mach dir keine Sorgen, Jane. Jetzt wird alles wieder gut. Wenn man vom Teufel spricht. Ja? Hallo, Liebling. Oh, hallo. Sie müssen Mr. Babcock sein. Ja, der bin ich. Und ich freue mich, Sie endlich zu sehen. Ganz meinerseits. Wo ist Ihr Dingsbums? Mein was? Naja, Ihre Krücke. Ich dachte, Sie wären Gips. Das dachte ich auch. Das ist wieder mal typisch. Trotz all der Schwierigkeiten steht er tapfer seinem Mann. Typisch Timothy. Wer? Mein Mann, Timothy Westerby. Hm? Kann ich schnell noch mal rausgehen? Gleich wieder. Das ist eine gute Idee. Sie müssen sich bewegen damit. Moment. Mit dem Bruch. Oh, ja,
damit? Es hat anscheinend geholfen. Sie sollten einen dreifachen Bruch nicht auf die leichte Schulter nehmen, Mr. Westerby. Oder darf ich Tim sagen? Darf er? Ja, er darf. Jetzt passen Sie mal auf, Tim. Ich möchte, dass Sie mir eine Frage beantworten. Ich hoffe, Ihre Antwort ist klarer als die von Ihrem überkandidelten Vetter Royston. Vetter. Er hat einen Cousin getroffen, du weißt schon. Ah, der ist auch hier. Ja, wussten Sie das nicht? Nein. Also ich möchte eins klarstellen. Wenn du von meinem Vetter sprichst, dann... Ich meine Royston und Polly. Ach, der! Ja, wie viele Vetter haben Sie denn? Nur Royston, er ist ein wenig exzentrisch, das ist alles. Also, ich möchte wissen, was Ihre Tochter und Sie jetzt zu tun gedenken. Meine Tochter und ich? Julie. Ich weiß, wer meine Tochter ist. Sie sollten seit 15 Minuten getraut sein. Entweder Sie gewohnt, endlich zu kommen, oder ich und meine Frau nehmen die nächste Maschine zurück nach Schottland. Das wollen wir aber auf gar keinen Fall, nicht wahr, Liebling? Nein, auf gar keinen Fall, Liebling. Jane, die Fahrer möchten wissen, ob es überhaupt noch einen Sinn hat zu warten. Aber natürlich, seid ihr alle bereit? Ja, alles in Ordnung. Jared hat uns eine ganze Packung Badium gelegt. Sehr entspannt. Hallo Judy. Ich hoffe, du bleibst diesmal länger, damit ich mich wenigstens vorstellen kann. Es tut mir also leid, Mr. Babcock, aber jetzt geht es mir schon besser. Gut. Gut. Ich kann jetzt verstehen, wieso Nikolas die ganzen Schielers zu Hause hat sitzen lassen. Danke. Also dann, lasst uns schleunigst zur Kirche fahren, bevor wieder irgendetwas dazwischen kommt. Gute Idee. Gehen Sie schon mal voraus. Oh nein. Ich werde dafür sorgen, dass Judy und der Papa einträchtig im Auto sitzen. Soll das heißen, Papst kommt mit? Ja, er hat sich bemerkenswert schnell erholt. Ist das wunderbar. Gott sei Dank. Wissen Sie, das war einer der Gründe, warum ich mich so aufgeführt habe. Wir verstehen das, mein Schatz. Kommen wir zwei gehen schon mal hinunter. Oh nein! Judy geht mit ihrem Papa. Ich denke, es wäre vernünftiger, wenn sie mit mir ginge. Ganz meiner Meinung. Ja. Wovon redet ihr, Jane? Die Braut geht selbstverständlich mit dem Vater. Genau. Mr. Westerby? Nehmen Sie den Arm Ihrer Tochter. So. Endlich. Wie Sie bereits sagten, Mrs. Westerby, eine einzige, große, glückliche Familie. Was hat sie denn jetzt? Sie ist so glücklich. Und ich verstehe überhaupt nichts mehr. Keine Sorge, da sind Sie in guter Gesellschaft. Polly! Sonst du, Polly? Teufel schon, Lisa, wieder diese Schafsnase! Halten Sie mir vom Hals! They turn to the right, a little white light. Oh, where will we get to my blue heaven? Hier ist das Telefon. You will see a smiling face, a fireplace, a glory. And then a master's mess of where the roses bloom. Just a nice oh yeah. We're happy. Sonst noch jemand einen Drink? Ich rufe in der Kirche an. Warum um Himmels Willen? Damit Nikolas verschwindet, bevor es zu spät ist. Versuchen Sie doch mal die gute Seite zu sehen, Mr. Babcock. Die gute Seite? Ja, die gute Seite. Mr. Babcock, jetzt kommt das Finale. Die Hochzeit wird abgeblasen. Das können Sie nicht tun. In der Kirche warten 400 Gäste. Ach, da pfeife ich drauf.
Sie sind wahrscheinlich genauso ein verrückter Haufen wie die hier. Nun also, Mae West, Lady Baron Perkins, Polly, Mr. Babcock, California, Erasure. Alles in Ordnung. Ich habe gerade mit diesem Party-Service-Manager gesprochen. Er meint, wir sind etwas spät dran. Wir müssen uns ein wenig beeilen. Timothy, ist alles in Ordnung? Ja. Lieber Cousin Royston, du legst dich jetzt ein. Was meinst du? Mein lieber Royston, Lady Barrington meint, Sie sollten sich etwas hinlegen. Lady Bear? Barrington! Wer ist das? Oder noch besser, gehen Sie zurück nach Basingstoke! Hä? Zu den Schafen! Was? Nach Hampshire! Sind Sie vom Party-Service? Hallo! Warum denn so traurig? Ist Ihnen jemand in die Hochzeitstorte gefallen? Ja, wie dem auch sei, Jane, wir müssen uns beeilen, sonst glaubt Mr. Babcock sicher noch, wir wollen ihn versetzen. Moment mal, ich glaube, du redest wieder ganz normal. Normal! Ist Polly fort? Polly Forte? Nimmst du jetzt auch schon Tranquilizer oder was? Jetzt nicht mehr. Gott, ich bin erleichtert. Ja, der Tag war wohl etwas zu viel für dich, was? Zu viel für Sie? Ja, hören Sie mal! Tränen bei Hochzeiten schön und gut, aber jetzt reicht's! Sie gehen jetzt besser wieder zu Ihrem Service zurück. Schließlich werden Sie dafür bezahlt. Es ist Mr. B. Mr. Barrington! Mr. Barrington von Perkins BH! Es tut mir leid, dass ich Sie heute Morgen nicht abgeholt habe. Oh, sagen Sie mal, glauben Sie mir, wir haben die Lösung. Ja? Geben Sie mir von leid. Nein, wir haben die Antwort auf Ihr Büstenhalterproblem. Wenn vorne viel da, nimm Perkins BH. Kommen Sie mir, Ihr Perkins Girl wird in allen U-Bahn-Schächten zu sehen sein, an allen Autobussen. Mrs. Wester B., wäre es für ihn nicht an der Zeit, eine Tablette zu nehmen? Oh ja, höchste Zeit. Nein, ich brauche keine Tabletten. Ja, ich bin ein völlig anderer Mensch. Gerade das ist Ihr Problem! Aber glauben Sie mir, es wird der Knüller, wenn vorne viel da, nimm Perkins BH. Ja, Perkins Girl wird um die Welt gehen. Ich glaube nicht, was Mr. Babcock interessiert. Ja, und ob ihn das interessiert. Wie gesagt, Ihr Perkins Girl wird um die Welt gehen. Anstrengend. Mr. Babcock hat nichts mit Büstenhalter zu tun. Ja, das weiß ich. Ich rede ja auch mit Mr. Barrington. Mr. Babcock! Sie töpfeln ja. Sagen Sie, sind Sie von Schottland hierher geschwommen? Sind Sie wirklich Mr. Babcock? Gott allein weiß wer. Wie ich mich freue, Sie endlich kennenzulernen. Sie müssen ja glauben, ich wäre ein kompletter Idiot, was? Ich darauf antworten. Ja, ich weiß natürlich, warum Sie so aufgeregt sind. Ja, Sie kommen den ganzen weiten Weg von Schottland hierher und Sie fühlen sich jetzt ein wenig verloren, nicht wahr? Unter so vielen fremden, komischen Menschen. Er fühlt sich verdammt nochmal genau aus. Aber, mein Guter, Sie müssen das anders betrachten. Sie verlieren zwar einen Sohn,
aber Sie gewinnen eine ganze Familie. Also das ist mir unerklärlich. Mir nicht die Spur von ihm zu sehen. Ah, da ist er ja. Mein Herr, Sie gehören jetzt weg. Ich? Der Portier wird Sie nach oben begleiten. Was? Das ja. Das ja. Jetzt warten wir nach oben. Was? Ja, nehmen Sie Polly, Fred und Ginger gleich mit. Polly, Fred und Ginger? Das erkläre ich dir später. Jetzt aber ab nach oben. Na, ich muss schleunigst in die Kirche. Jetzt hören Sie mal zu. Solange ich Manager in diesem Hotel bin, gebe ich die Anweisungen. Hotel? Lass uns das nach der Trauung klären. Und ich möchte jetzt eine Erklärung und wenn mich der Schlag trifft. Ich kann alles erklären. Bitte. Ich möchte mit Ihrem Mann sprechen. Ihr Puditel! Mit Ihnen rede ich nicht mehr, ich spreche jetzt mit ihm. Bitte? Er ist mein Partner. Ist Verrücktheit bei Ihnen ein von meinem Unternehmen? Könnte bitte irgendjemand diesen verrückten Vetter wegschaffen? Bitte, wovon reden Sie denn? Hauen Sie endlich ab nach Basingstoke! Ah, Mr. Basingstoke! Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Pfeffer. Es tut mir leid, wenn ich Sie unterbreche, aber Mr. Babcock, wir haben es eilig. Sie nehmen den ersten Wagen und ich komme danach mit der Braut, ja? Und Gerald, du kümmerst dich um Daphne, ja? In Ordnung, damit möchte ich nicht verpassen. Nein, wirst du nicht. Sie müssen Gerald entschuldigen. Er ist ein wenig exzentrisch. Er ist exzentrisch? Aber, Liebling, weißt du? Sag mal, bist du wieder okay? Ja, warum sollte ich es nicht sein? Und wie fühlst du dich? Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht besser gefühlt. Seit ich weiß, dass der ganze Trubel jetzt bald vorbei ist. Ich weiß nicht, ich fühle mich richtig befreit. Ich habe ja gewusst, dass der irgendwo entsprungen ist. Aber, Liebling, weißt du, woran ich jetzt denke? An was denn? An unsere zweiten Flitterwochen. Oh. Wir sind eine glückliche Gruppe. Aber nicht nur die Jungen werden heute Nacht flittern, nicht wahr, Bill? Wenn ich das irgendjemandem in Schottland erzähle. Wollen wir Mr. Babcock nicht aufklären? Nach der Hochzeit, Bill. Sie verheimlichen mir doch was! Moment mal! Sie haben Bill zu ihm gesagt! Ja, richtig. Ich dachte, der Name Ihres Mannes sei Tim. Ja, das stimmt. Halten Sie den Mund! Heißen Sie nun Bill Westerby oder Tim? Westerby. Weder noch. Ja, ich sagte Ihnen bereits, Bill ist mein Partner. Halten Sie doch noch meinen Mund. Sie brauchen keinen Partner, Sie brauchen einen Aufpasser. Charles, mein Lieber, ich bin so froh, nach all diesen Verwicklungen sagen zu können, dass Timothy mein Mann ist. Sie sind mit dem verrückten Fett verheiratet. Gar nicht. Welcher verrückte Vetter? Na, lass uns das nach der Trauung besprechen. Auf geht's nach St. Barnabas. Ja. Nach Ihnen, Charles. Gut. Oh nein. Ja? Oh nein. Oh nein. Ich habe mir schon gedacht und mich gewundert, wieso Sie mit diesen Typen da verheiratet sind. Aber ich möchte keine Enkel haben, die aussehen wie dieser Hammel. Hammel? Ja, Hammel! Und ich werde jetzt zur Kirche fahren und Nikolaus aus der Kirche holen und die Hochzeit abblasen. Ach, Charles, bitte. Das sagt man so im Zorn, aber bitte. Es ist für Sie, Mr. Babcock. Ihr Sohn Nikolas. Ja, geben Sie her. Hallo, Nikolas? Hier spricht dein Vater. Stell jetzt keine Fragen. Du schnappst dir deine Mutter, steckst dem Pfarrer ein Trinkgeld in den Klingelbeutel und verduftest durch die Hintertür. Ihr seid schon aus der Kirche? Der ist gar nicht so dumm. Der ist gar nicht mehr in der Kirche.
gut gemacht, Nick. Du bist noch mal davon gekommen. Ist deine Mutter bei dir? Nur Judy. Judy? Welche Judy? Bester B! Judy? Ja, wo sind Sie denn? Ich wollte doch mit ihr zur Kirche fahren. Wo seid ihr? Auf dem Standesamt in Fulheim? Wollen die einfach durchkommen? Ja. Ich bin sofort da. Und ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig, wenn der Beamte sagt, wenn jemand was einzuwenden hat, vortreten. Also ich wäre nicht traurig, wenn der nicht mein Schwiegerpartner würde. Ja, Phil, großer Partner, bitte geh doch zur Kirche und sag dem Pfarrer und den Gästen, dass es eine kleine Verzögerung geben wird. Ja, herzlichen Dank. Und was mache ich dann? Einen Gewaltmarsch mit 200 Gästen durch den Kensington Park direkt zum Standesamt nach Bulle. Nein, nein, bring sie hierher, gib ihnen ein wenig zu trinken und halt sie bei Laune, ja? Großartig, ich werde sie in einen Champagnerrausch versetzen und sie mit einem Kaviar Cricket spielen lassen. Wie wär's mit einem Drink? Dazu haben wir keine Zeit. Auf geht's nach Fulham zum Standesamt, ja, ja. Meine Tochter heiratet. Keine Panik, keine Panik. Bist du nicht nervös wegen deiner Ansprache? Nein, ich bin wegen überhaupt nichts mehr nervös. Timothy! Ist was? Mir wird ganz schwummrig. Dann bekommst du gleich noch einen. Hey, hast du das von Polly gelernt? Polly? Von ihr erzähle ich dir. Heute Nacht. Oh,